Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die MPOTS ganz schnell freischalten könnt. Also meiner Meinung nach die leichteste Methode. Hierfür rüstet erstmal Draufgänge aus, sodass ihr zwei Primär- und Taktikgranaten mitnehmen könnt. Ich nehme die Täuschgranaten, Leute, und als MP habe ich die MAC-10 mit diesen Aufsätzen, also meiner Meinung nach sehr stark. Ihr könnt sie auch mal ausprobieren, aber müsst ihr nicht, Leute. Und nachdem ihr dann eure Klasse erstellt habt, dann geht in die Multiplayer-Lobby wieder rein und sucht ein Konfrontation 6 gegen 6 Spiel. Dort habt ihr nämlich viele kleine Karten, Leute. Die Runden gehen auch relativ schnell. Und wenn ihr dann in-game seid, dann schmeißt einfach eure Täuschgranaten in Gegnerrichtung, weil die Maps sind sehr klein und die Täuschgranaten decken einen großen Bereich ab. Und nun müsst ihr einfach nur 3 Kills machen. Wie gesagt, das geht wirklich sehr schnell, Leute. Und je versetzter ihr die Täuschgranaten wirft, umso größer ist der Deckungsbereich der Täuschgranaten. Also, wenn ihr in-game seid, platziert eure Täuschgranaten. Macht 3 Kills und das war's dann auch schon. Das macht ihr 15 Mal und wie gesagt, in dem Modus geht das ganz schnell, weil die Runden nicht so lange dauern. Und sehr wichtig ist, ihr müsst die Runden auch zu Ende spielen, weil sonst zählt es nicht. Ansonsten war's das mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, könnt das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.